Richard Werenc. Olano, Startnummer 151. Stadtauswärts von Saint-Étienne. Er bleibt relativ lang aus dem Sattel hier. Fast ein bisschen unverständlich. Peter Meinert Nielsen aus Dänemark. Hat sich ein-, zweimal versucht, bei den bisherigen Etappen zu zeigen. Doch er kommt natürlich nicht ran an die Bestzeit von Frank van den Broeke. Ich denke, das wird auch schwer werden für Ries, Werenc, Ulrich und natürlich auch für Olano an diese tolle Zeit von 1:21:08 nochmal wirklich ganz dicht dran zu kommen. Ich glaube einfach, dass es eine große Rolle spielen wird, wie weit die Straße abgetrocknet ist. Ich meine, wir sehen ja nicht auf diese 45 Kilometer lange Strecke ein. Wir haben sie zwar heute Morgen abgefahren und ich kann mir gut vorstellen, dass es noch verschiedene Kurven gibt, die noch sehr, sehr nass sind. Und wir hoffen natürlich, dass das Wetter jetzt gut bleibt und dass die Straßen noch weiter abtrocknen, bis Jan Ulrich hier das Rennen angreift, also bis er hier in den Start geht. Rudi, wir laufen die letzten Minuten beim Start zu einem Zeitfahren ab. Ja, man sammelt sich, man geht in sich und man bekommt noch ein paar gute Worte gesagt. Auch Peter Becker ist ja gestern hier in Saint-Étienne eingetroffen, der Trainer, der mit ihm lange als Amateur mit ihm in Hamburg vor allen Dingen gearbeitet hat, auch vor Hamburg schon. Auch sein Betreuer Wolfgang Strohband ist hierher angereist und drückt natürlich alle Jan die Daumen und versuchen natürlich auch so viel wie möglich von ihm fernzuhalten. Und ich hoffe, dass die Journalisten, was ich ja vorhin schon angedeutet habe, ein bisschen Verständnis dafür aufbringen. Und ich habe mit Jan auch gestern noch gesprochen. Ich habe, pass auf Jan, du wirst merken, was jetzt in den nächsten Tagen und vor allen Dingen in den nächsten halben Jahr, was alles auf dich zukommt. Und er ist allerdings guter Dinge und sagt, ich habe ein gutes Umfeld, ich fühle mich wohl, ich darf mich nur nicht verrückt machen lassen und ich glaube, dass es auch schaffen wird. Letzten 3 Sekunden für Richard Werenc. Absolutes Liebling der Franzosen 1997 bei der Tour. Es sind ja in diesem Jahr so viele deutsche Journalisten wie bisher noch nie zur Tour de France angereist. Und Schuld und Grund dafür ist dieser Mann, Jan Ulrich, in Gelb, die Startnummer 8. Na, ich hoffe und wünsche mir nur, nicht nur für Jan Ulrich, sondern für den ganzen Radsport allgemein, dass die Journalisten, die praktisch noch nie ein Radrennen gesehen haben, die jetzt alle hier herkommen und rumschnüffeln und praktisch vom Radsport nichts verstehen, auch manchmal sehr, sehr dumme Fragen stellen, dass die dem Radsport beibehalten bleiben, dass sie auch zu anderen Radrennen mal kommen und gucken, was da los ist. Zum Beispiel, wenn am 10. August in Hamburg dieses HIW Cyclassic hier stattfindet. Francesco Casagrande im Bild aus Italien, aus der Mannschaft Seiko. Für ihn geht's jetzt hinauf. Er hat gerade eben diese kleine Staumauer überquert. Und er hat natürlich auch hier schon jetzt eingangs des Anstieges aufs kleine Kettenblatt geschalten. Oskar Kammensin, der Schweizer, macht er in der Gesamtwertung mit exakt 7 Minuten Rückstand. Ein Bergspezialist. Bin mal gespannt, welche Zeit er vorlegen kann. Er hat noch das große Kettenblatt aufgelegt. Aus Schwyz kommt er in der Schweiz. Und ist einer der wenigen Fahrer, die einen eigenen Fanclub haben. Er ist jetzt zwischenzeitlich in Steinen beheimatet. Und sein Fanclub legt vor allem Wert darauf, dass dieser schon vor den Erfolgen von Oskar Kammensin gegründet wurde. Die meisten Fahrer fahren doch mit normalem Material hier, also ähnliches Material, vielleicht abgesehen von ein
anderen Übersetzung, anderen Laufrädern, wie es auf den weiteren Etappen gefahren wird. Ja, das ist einfach deswegen, weil der Kurs sehr, sehr kurvenreich ist. Es ist keine reine Zeitfahrstrecke in diesem Sinne. Es wird als Bergzeitfahren angegeben, aber es ist einfach ein sehr, sehr schwerer Kurs und fast wie eine normale Etappe zu fahren. Jan Ullrich, drücken Sie ihm die Daumen, liebe Radsportfreunde, dass es wirklich schaffen wird, das gelbe Trikot auch nach dem heutigen schweren Zeitfahren zu verteidigen. Morgen geht es nach Alpe-d'Huez. Und er wird heute, sollte er eine gute Zeit herausfahren können, einigen Kritikern, die noch kritisch sind, zeigen, was er wirklich kann. Er fährt relativ einen dicken Gang hier an. Er will natürlich versuchen, dass er so schnell wie möglich auf eine hohe Geschwindigkeit kommt. Aber gerade bei so einem langen Zeitfahren sollte man aufpassen, dass man sich gerade die ersten 2-3 Kilometer ein bisschen gute Beine holt. Und da ist manchmal, kann es verkehrt sein, wenn man gleich mit so einem dicken Gang angeht. Das wirkt sich dann aus wie so ein Kolbenfresser. Und man kann das so ein bisschen vergleichen, wenn man im Auto losfährt und legt da gleich den vierten Gang ein. Jan Ullrich hat ja bereits letztes Jahr in einem Zeitfahren schon einmal gezeigt, dass er wirklich ein Spezialist in dieser Disziplin ist. Als er im abschließenden Zeitfahren der letztjährigen Tour Miguel Indurain reinschlagen konnte. Ich glaube, das war für ihn einer der größten Erfolge bisher überhaupt, abgesehen von der Tour 97. Ja, das war absolut eine Überraschung für alle, dass er da relativ deutlich das Zeitfahren da im letzten Jahr gewann. Aber wo wir sehen, wie er diesen Gang, mit dem er angefahren hat, wie er denn über diese 55 Kilometer bringt. Alberto Elli aus Italien ist oben. Die Startnummer 131. Seit 87 ist er Berufsradfahrer. 16. in der Gesamtwertung mit 10 Minuten und 41 Sekunden Rückstand. Die Mannschaft Casino, der auch Alberto Elli angehört, ist ja hier in Saint-Étienne beheimatet. Einer Industriestadt mit rund 350.000 Einwohnern, inklusive Eingemeindungen. Jana Ries, aber er legt schon richtig zu. Ihm geht es natürlich auch gleich hinauf. Die ersten 12 Kilometer sind locker. Da kann man es ruhig angehen lassen. Und vor allem, so wie es Rudi Alte gerade eben angesprochen hat, dass man sich dort auf den ersten 12,5 Kilometer keine dicken Beine holt, nicht einen in den Schuh fährt. Denn der Anstieg hinauf zum Col de la Croix de Chaboué, der hat es in sich. Wir werden natürlich auch darauf achten, wie es da oben mit dem Wind dann aussieht. Ich habe fast so das Gefühl, dass es ein bisschen windstiller geworden ist. Sie sehen, dass hier die Straße wieder ganz abgetrocknet ist. Es scheint wieder die Sonne und hoffen wir nur, dass das in der nächsten Stunde so bleibt. Ziemlich schade, sind viele, viele dänischen Fans hier. Es sind weniger deutsche Fans hier direkt vor Ort. Ja, ich muss aber sagen, dass doch einige deutsche Fans hier jetzt eingefahren sind. Ich habe heute Morgen hier zwischen dem Start- und Zielbereich einige getroffen, die zum Teil mit dem Rad hier rübergekommen sind von Deutschland und die Tour natürlich vor allen Dingen morgen in Alpe d'Huez erleben wollen. Die Tour bleibt natürlich auch nach dem heutigen Zeitfahren spannend. Man sagt ja, dass am Sonntag und am Montag die wirklich schwersten Etappen dieser Tour de France folgen. Das war ja schon ganz schön anstrengend in Andorra. Der Zielbereich in Saint-Étienne, Kevin Livingston, auch natürlich mit keiner neuen Bestzeit im Ziel. Ja, er kommt auch völlig entspannt hier an. Also er hat nur, glaube ich, die Distanz zurückgelegt, ohne da eine besonders gute Zeit herauszufahren. Er wird eine Zeit gefahren haben, so um den Dreh rum, dass er praktisch nicht eliminiert wird. Jan Ullrich in Gelb.
Straße jetzt total abgetrocknet. Vielleicht noch ein bisschen hier, wenn es unter den Bäumen durchgeht, ein bisschen feucht. Abbremsen. Ist ein bisschen hochgegangen aus dem Sattel, um hier... Ja, ja, um den Schlag hier auf den Hintern zu vermeiden. Und Sie sehen auch die Kurven hier. Man kann da sich praktisch gar nicht erlauben, den Lenker da in der Mitte, also an diesen Hörnern, an diesen Aufsetzern da anzufassen. Man hat den Lenker in der Hand praktisch wie bei einer normalen Etappe. Und es ist gerade am Anfang dieses Zeitfahrens kaum möglich, dass man das so wie jetzt sehen Sie, er hat nur ganz kurz, also er hat fast überhaupt nicht profitiert. Er versucht natürlich auch hier nicht an Schwung zu verlieren und dass es ein bisschen unruhiger aussieht wie in den letzten Tagen auf den Bergen, das liegt natürlich daran, dass er mit Gewalt versucht, einen hohen Gang zu treten. Und wenn man so einen hohen Gang tritt, da sieht das Ganze natürlich auch ein bisschen unruhiger aus. Jean-Philippe Jouvin im Ziel in Saint-Étienne. Glücklicherweise, die Sonne kommt raus. Sie sehen links die dänischen Fahnen. Auch für ihn keine neue Bestzeit. Aber das war für den Franzosen ganz gewiss auch nicht zu erwarten. 61. mit 1:25:31. Bleibt abzuwarten, ob er sich wirklich mit dieser Zeit in der Gesamtwertung etwas verbessern kann. Die Kamera beim Helikopter ist erneut bei Jan Ullrich. Sind vor allem zu Beginn dieses Zeitfahrens enge Ortsdurchfahrt mit vielen Kurven. Die Zeit, eine neue gute Zwischenzeit wird hier angezeigt. Von Björn Ries mit 14:35. Christopher Boardman war hier 11 Sekunden langsamer als Björn Ries. Aber diese Zwischenzeit wird nach 12,5 Kilometern genommen. Hat also noch nicht allzu viel zu sagen. Roberto Conti am Kulminationspunkt, auf dem höchsten Punkt auf 1200 Meter Höhe. Für den Italiener aus dem Team Mercatone Uno geht es hinunter in die Abfahrt. Hinunter in Richtung Ziel nach Saint-Étienne. Einmal die Slow-Motion-Version des Italieners Roberto Conti. Jan Ullrich kam sehr gut über die Pyrenäen, wird heute mit diesem Anstieg hoffentlich nicht allzu viele Probleme haben. Auch nach der Gesamtdistanz der bisherigen Tour de France von 2369,3 Kilometer, exakt 11 Etappen, 60 Stunden, 6 Minuten und 17 Sekunden. Die Gesamtfahrtzeit für Jan Ullrich, den Mann im gelben Trikot. Ja, er kommt auch relativ ruhig hier an. Dann hat man nicht den Eindruck, als ob er da in den roten Drehbereich reingegangen ist. Er kommt entspannt hier an und hat nicht 100% hier sich leer gefahren. 1:23:46, zurzeit Platz Nummer 18. Olano. Abraham Olano aus Spanien. Eine der letzten Rechtskurven, bevor es hinaufgeht. Auf den Col, 1200 Meter. Der Anstieg misst exakt 14 Kilometer. Kilometerlang sind auch die Absperrungen hier an der Strecke mit diesen Absperrgittern. Wir haben es noch nicht nachgezählt, aber im Verlauf der Tour einige tausend Absperrgitter, die immer wieder transportiert werden müssen, auf- und abgeladen werden müssen. Wir wären wahrscheinlich ganz oben auf dem Koller angebracht, wo tausende von Leute unterwegs sind. Ja, man sagt natürlich auch gerade bei Olano, der diesen Sturz bei der Dauphiné gehabt hat, dass er noch nicht wieder so da ist, ob er ein bisschen Angst hat oder was es auch ist. Also es wäre nicht der Olano, wie man ihn kennt. Warten wir es ab, wenn dieses Zeitfahren heute vorbei ist. Olano fährt ein komplett zugedecktes Hinterrad. Im Vergleich zu Björn Ries und Jan Ullrich, die haben
normale Laufräder, so wie Abram Molano hier zu sehen beim vorderen Laufrad montiert hat. Und gibt es eigentlich einen Unterschied zu den komplett geschlossenen Hinterrädern und den offenen beim Zeitfahren? Ja, die Scheiben, wie man so sagt, die sind natürlich doch, wenn es sehr, sehr windig ist, gerade im Vorderrad kann man praktisch den Lenker kaum noch halten. Da wird es dann schon vorgezogen. Man sieht es auch bei Molano, dass er vorne keine Scheibe fährt, weil einfach der ganze Fahrstil dann unruhiger wird. Wieso man bei Telekom heute verzichtet hat, auch hinten ein normales Hinterrad zu fahren, weiß ich nicht. Da müsste ich mich bei den Mechanikern mal erkundigen. Oder es sind die Rennfahrer, die gesagt haben, pass auf, es ist so viel Wind, wir verzichten hinten auf eine Scheibe, damit wir einfach ruhiger fahren. Aber man sieht, dass bei Molano praktisch gar nichts ausmacht. Es ist auch nicht mehr so windig, sodass der gar nicht angegriffen wird. José María Jiménez aus Spanien. Abram Molano mit einer neuen hervorragenden Zwischenzeit nach 12,5 Kilometer und ist damit noch einmal um 6 Sekunden schneller als Bjarne Riis. Es bleibt spannend, meine Damen und Herren, bei der Tour. Einzelzeitfahren, 12. Etappe. Bleiben Sie dran. Mit einem Blick auf Abram Molano kommen wir zurück. Sie haben es vielleicht gerade noch gesehen, die Zeiten, die eingeblendet wurden. Richard Verhaag mit einer tollen Zeit und damit gleichzeitig wie der Däne Bjarne Riis nach 12,5 Kilometern, wohlgemerkt. Die Etappe ist ja insgesamt 55 Kilometer lang und das Schlimmste, das Härteste an dieser Etappe, der Anstieg über 14 Kilometer auf den Col de la Croix de Chambourg, der kommt ja erst noch, der folgt erst noch. Und dort wird mit Sicherheit auch dann wirklich die Stunde der Wahrheit für alle Fahrer kommen. Jan Ullrich im Bild, in Gelb. Ja, da wird es natürlich jetzt spannend, wenn er zur 12,5 Kilometer Marke kommt, wie die Zeiten aussehen. Man hat gesehen oder uns gesagt, dass Virenque praktisch zeitgleich war oder zeitgleich ist mit Molano. Und 6 Sekunden dahinter Bjarne Riis. Überraschend für den Franzose Richard Verhaag, der Bergspezialist. Der wird ganz gewiss keine Schwierigkeiten haben auf dem Anstieg. Jan Ullrich, der fährt so ein bisschen unruhig. Ja, aber das macht die Geschwindigkeit, der dritten hohen Gang, da wird man automatisch ein bisschen unruhig. Warten wir es ab, der müsste jetzt an diesen Punkt kommen, wenn er nicht schon durch ist. Wir warten auf die Zeit, auf die Zwischenzeit von Jan, die muss jeden Moment hier eingeblendet werden. Jan Riis im Anstieg. Flavio steht überall auf der Straße, gilt für Flavio Mancella. Also Jan Ullrich hat 7 Sekunden schneller gefahren wie Molano und Virenque. Und damit natürlich absolute Bestzeit nach 12,5 Kilometer für Jan Ullrich. Sie haben es gerade gesehen. Dahinter mit jeweils 7 Sekunden Rückstand Abram Molano, Richard Virenque und 13 Sekunden dahinter Bjarne Riis. Die Kamera scheint wohl hier wieder ein bisschen Regen einzufangen. Ja, möglich. Ja, sieht fast aus, als vielleicht ist auch das Wasser, was von den Bäumen tropft, was vom Wind da weggeblasen wird. Hoffen wir auf jeden Fall, dass es hält für alle. 3 Minuten sind sie jeweils auseinander. Die letzten 20 Fahrer. Jan Riis noch mit dem großen Blatt unterwegs. Noch einmal die Einblendung der Zwischenzeit nach 12,5 Kilometer. Jan Ullrich, Forlano, Virenque, Riis, Boardman, Pantani, Decker, Cummins, O'Grady und Laurent Dufault. Der war schon 34 Sekunden langsamer als Jan Ullrich. Hat allerdings nicht allzu viel zu sagen. Jan Riis gab sich gestern recht locker und stellte natürlich auch keine Frage auf einen eventuellen Tour de France-Sieg. Der Mann, der stärkste ist im Team Telekom, soll letztendlich unterstützt werden.
Und ich denke, das ist auch die einzige richtige Alternative. Ja, ich meine, er kann sich ja schlecht jetzt hier gegen Jan stellen. Jan hat ihm letztes Jahr geholfen und so wie es dieses Jahr in den Pyrenäen ausgesehen hat, muss er einfach, wenn er ein bisschen Anstand, ein bisschen Charakter hat, Jan zur Seite stehen und es wird sich in den nächsten Tagen dann zeigen und beweisen und wir werden es auch sehen und fühlen und merken, wie sich Jan Riis verhält, ob es nicht nur Worte sind, die gesagt werden, sondern wir werden ja, und ich werde natürlich besonders darauf aufpassen, an der Fahrweise von Jan Riis, wie es sich verhält. Jan Ullrich und zuvor Pascal Lino aus der Mannschaft Big Matt. Jan Riis. Und die Fahrer sind ja immer mit diesen Schuhstülpen unterwegs. Bringen die eigentlich ein bisschen was? Ja, zu unserer Zeit gab es das noch nicht. Ich weiß nicht, ob sie das machen wegen dem Wind oder ob sie, dass sie keine kalten Füße kriegen. Ich glaube fast, dass es ein bisschen was windschlüpfiges ist, dass es nicht unbedingt gegen kalte Füße ist. Richard Verhaag im Trikot des Führenden in der Bergpreiswertung. Überrascht mich die Zwischenzeit von ihm bei 12,5 Kilometer, hätte ich ihm ehrlich gesagt nicht zugetraut. Aber er kämpft. Er weiß, was er der Inkarnation schuldig ist und er versucht sein Bestes zu geben. Richard Verhaag war ja bisher eigentlich nicht der beste Zeitfahrer. Und man sagte auch vor der Tour, er könne die Tour de France nicht gewinnen, weil er im Zeitfahren einfach zu langsam ist. Wie kann man sich speziell im Zeitfahren verbessern? Kann man das besonders trainieren? Ja, man kann es absolut trainieren. Man muss sich damit auseinandersetzen. Man muss öfters auch mal alleine trainieren gehen und muss so ein bisschen wie ein Verfolgungsfahrer ja auch auf der Bahn, der einfach dann mal so Stücken da alleine fährt. Man muss sich damit auseinandersetzen. Man muss sich auch mental damit zur Sache gehen und dann kann man sich absolut damit verbessern. Man hat ja gesehen, dass gerade im letzten Jahr, dass wir alle überrascht waren schon, wie sehr sich Viereng da verbessert hat. Marco Fincato kommt ins Ziel. Die Startnummer 83. Der Italiener aus der Equipe Roslotto, der ja auch Thorsten Schmidt angehört. Und Thorsten Schmidt war bereits heute Vormittag gestartet. Um 10 Uhr und 12 Minuten und seine Zeit, die lag bei 1 Stunde 24 Minuten und 49 Sekunden. Schon eigentlich toll, dass Thorsten Schmidt aus Bonn immer noch bei der Tour ist. Hat eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass er so gut über die Pyrenäen hinwegkommt. Richard Verhaag. Auch noch das große Blatt drauf liegen. 53 Zähne und hinten ganz hochgeschalten auf vielleicht 21 oder 23. Fährt man eigentlich auch relativ selten eine Kettenführung? Ja, man sagt ja, das muss laufen, aber das sind dann so bestimmte Stücken, wo man das fährt. Vielleicht hat er auch vorne nur ein Blatt drauf, das haben wir jetzt nicht genau gesehen. Er hat zumindest mal einen Umwerfer vorne montiert. Sehr viel aus dem Sattel, was er hier macht. Also er versucht da richtig mit ganzer Gewalt hier den Berg da hoch zu stürmen und man kann immer wieder diese Eigenarten der einzelnen Rennfahrer sehen. Lenker oben aus dem Sattel und Lenker unten im Sattel und jeder versucht natürlich so schnell wie möglich da die Geschwindigkeit oben zu halten und hier keinen Meter, keine Sekunde da verloren zu geben. Jan Ullrich wurde natürlich auch gestern gefragt, warum er denn so viel Unterlenker fährt und hat natürlich genau das gesagt, was Rudi Altig bereits 2, 3 Etappen zuvor geäußert hat. Ich fahre einfach da, wie es mir am bequemsten ist, ja, wie ich mich wohlfühle. Hat er gestern noch einmal bestätigt bei den Kollegen aus Deutschland. Er kriegt eigentlich relativ wenig mit, was in Deutschland zurzeit geschrieben wird, was in Deutschland zurzeit gesendet wird, ist eigentlich ein Vorteil. Ja, er hat mir auch gesagt, dass er so viel Zeitungen gar nicht liest,
er will sich da nicht verrückt machen lassen, ob er der König oder der Jungkönig oder der neue Mann ist, der eine neue Ära da angepfiffen oder eingeläutet oder wie auch immer man sagt. Sagt, er will sehen, dass den Traum, den er jetzt angefangen hat zu träumen, dass er den zu Ende bringt, und zwar gut, positiv, mit Gelb oder in Gelb in Paris zu Ende bringt. Alles andere stört im Moment an gar nicht. Oh, es fängt an zu regnen für Abramolano. Ja, dann wird es natürlich für die anderen auch wieder nass werden. Als Drittletzter war er ins Rennen gegangen um 16 Uhr und 4 Minuten. Hinter ihm nur noch Richard Verrag und Jan Ullrich. Da ist er. In Gelb, der Merdinger, Jan Ullrich. Sie können sich selbst einen Eindruck machen von den zahlreichen Zuschauern links und rechts an der Strecke. Und das geht die gesamte Renndistanz so. Nicht immer so wie hier im Anstieg. Aber dieser Anstieg war wirklich voll mit Zuschauern. Da lässt man sich natürlich schon mal ein bisschen besser motivieren. Abramolano und Ullrich. Ja, da muss man natürlich dann schon in der Abfahrt risikoreich fahren. Und ich hoffe nur, dass alles gut geht, dass nicht einer da einfach überreizt und da zu Fall kommt. Cédric Vasseur, 5 Tage lang durfte er unterwegs sein im gelben Trikot. Ja, diese Verpflege muss ich da natürlich machen. Das ist natürlich Quatsch auf so einer Etappe. Kann man nicht vorstellen, dass da irgendein Fahrer bei 55 Kilometer da Verpflegung annimmt. Oh, der Himmel oben ist ziemlich zu. Auf dem Gipfel. Ja, man sieht auch die Leute wieder alle mit Regenschirmen. Nicht alle, aber sie sehen selbst, dass wieder schlecht geworden ist. Sicher nicht optimale Voraussetzungen heute Nachmittag. Und schon gar nicht für die zuletzt gestarteten Fahrer. Heute Morgen sah es wirklich blendend aus hier in Saint-Étienne. Dann zog sich der Himmel zu, jetzt fing an zu regnen. Hört aber relativ schnell wieder auf und jetzt das Gleiche noch einmal von vorne. Also hier am Ziel ist es noch schön, ist es noch trocken. Die Sonne kommt leicht durch, aber wir sehen doch hinten in den Bergen, dass es da richtig bewölkt, dass es richtig dunkel ist. Warten wir die nächste Zwischenzeit ab bei Kilometer 26,5. Wie es da aussieht, wie da die Abstände sind. Die 26,5 Kilometer sind genau auf dem höchsten Punkt gefahren worden, auf dem Col de la Croix de Chabouret. Richard Verrag. 45 Minuten und 23 Sekunden ist nach wie vor Frank van den Broeke der schnellste gewesen auf dem Gipfel. Vielleicht ändert sich in Kürze ein bisschen was. Olano. Dänischen Fans links. Die freuen sich natürlich hier, Gott sei Dank muss man sagen, über jeden Fahrer. Da sind eigentlich alle gleich. Jeder wird mit gleichem Interesse unterstützt. Ja, ich muss auch sagen, wenn wir so durch die Gegend fahren und die Dänen sehen uns mit dem Auto ankommen und dass sie sehr, sehr freundlich sind, dass sie sehr nett sind. Es sind ja bisher, abgesehen von Jan Ullrich, alle Deutschen und abgesehen von Beat Berg, Peter Luttenberger, Oskar Kammenzin, Laurent Dufault, auch alle Schweizer und Österreicher im Ziel. Im Bild jetzt ist er, Oskar Kammenzind, der Schweizer. Auch für ihn keine neue Bestzeit auf dem Gipfel nach 26,5 Kilometer. Ist damit 2 Minuten und eine Sekunde langsamer als Frank van den Broeke. Aber hier sieht es aus, als ob die Abfahrt noch trocken ist hier. Vielleicht bleibt es den Rennfahrern dann doch schon erspart, hier ein großes Risiko einzugehen auf der Abfahrt.
Jan Ulrich im Anstieg, der Fahrer aus dem Team Deutsche Telekom, hinauf in Richtung Gipfel zur zweiten Zeitmessung. Tja, wir möchten es natürlich da nicht unterlassen, auch die Zeiten der weiteren Schweizer und Deutschen zu erwähnen. Philippe Bouchot hatte leider einen Sturz, nachdem er heute Morgen um 11 Uhr gestartet war. Mit einer Minute 40, eine Stunde und 40 Minuten absolvierte er dann die Gesamtdistanz von 55 Kilometer. Rolf Jermann benötigte eine Stunde 26 Minuten und 47 Sekunden. Beatz Berg kommt ins Ziel. 1:21:24. Schaut nochmal auf die Uhr, wie schnell er unterwegs war. Der Schweizer aus einer Radsportfamilie hat ja bereits für die Saison 1998 einen neuen Vertrag in der Mannschaft Rabobank. Dort freut er sich auf ein Wiedersehen mit Rolf Sørensen, dem Däne, dass er wieder gemeinsam mit ihm in einem Team fahren darf. Das gab es ja schon einmal im letzten Jahr in der Mannschaft Carrera. Und dann trennten sich die Wege von Rolf Sørensen und Beatz Berg. Rolf Sørensen ging zur Rabobank und Beatz Berg bekam gemeinsam mit seinem Bruder Markus einen Vertrag in Italien bei der Mannschaft Mercatone Uno. Nächstes Jahr sind sie wieder zusammen. Olano Ulrich. Frank van den Broeke, der schnellste nach 26,5 Kilometer, 45 Minuten und 23 Sekunden. Platz Nummer 2 oben auf dem Gipfel. Francesco Casagrande aus Italien, nur eine Sekunde langsamer. Platz Nummer 13 und Jaskula, der war dann schon 39 Sekunden langsamer als Frank van den Broeke. Kamera bleibt jetzt natürlich immer wieder bei Jan Ulrich. Der letzte, der ins Rennen geschickt wurde, Sie sehen es. Das sieht schon kraftvoll aus, was er hier macht. Das große T auf der Straße gepinselt. Die Fernmelder sind unterwegs. Ja. Ja, man sieht doch, dass so langsam ein bisschen deutsche Zuschauer, deutsche Fans hier rüberkommen. Und ich meine, wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Ich kann mir vorstellen, dass in Colmar da so ein bisschen die Hölle los sein wird. Laurent Dufour, auch keine neue Bestzeit. Rennfahrer aus der Equipe Festina am Gipfel. Einmal die letzten Meter zum höchsten Punkt bei der heutigen Etappe. Wäre natürlich toll, wenn die Abfahrt trocken wäre. Ja, bisher hat es so ausgesehen. Auch bei der Dufour hat man eben gesehen, als er da um die Ecke gebogen ist, da oben, dass die Abfahrt noch trocken war. Jan Ulrich hat runtergeschalten auf das kleine Kettenblatt und fährt Oberlenker. Sie sehen die Muskulatur an den Oberarmen extrem angespannt. Das heißt, er arbeitet hier natürlich auch mit den Armen. Ja, der muss natürlich da schon richtig ziehen. Ne? Der muss da Gegendruck erzeugen, wenn er aufs Pedal tritt, da so richtig dagegen zu halten. Und dabei natürlich versuchen, das Rad so schön wie möglich in der Spur zu halten, dass da nicht so hin und her geschaukelt wird und dass er da bei einem Kilometer dann da, was weiß ich, 5 oder 6 Meter mehr fährt, wenn er da so willig fährt. Er versucht kraftvoll da das Rad in der Spur zu halten. Mit einem Blick auf das Trikot auf die Beine von Jan Ulrich gehen wir noch mal ganz kurz zurück zur Werbung. Wir kommen zurück mit dem Finale der 12. Etappe. Bleiben Sie dran. Wir kommen wieder zurück, meine Damen und Herren, mit den Bildern auf Marco Pantani bei dieser 12. Etappe der 84. Tour de France. Marco Pantani wechselt hier von einem auf das andere Fahrrad. Nicht wegen Defektes, sondern er nimmt hier eine Spezialmaschine für den weiteren Verlauf dieser Etappe. Ging ganz schnell vonstatten das Ganze. Und Sie sehen, die Zeit liegt momentan recht gut für den Italiener. Ist 14 Sekunden schneller gewesen als bisher Frank van den Broeke. Rudi,
Ist sowas überhaupt überlaubt, dass erlaubt, das Rad einfach zu wechseln, auch wenn man keinen Defekt hat? Ja, selbstverständlich kann man das Rad wechseln. Das wurde früher auch schon gemacht. Wir haben zum Teil dann Hinterräder gewechselt. Oder in so einem Fall ist natürlich schneller, wenn man die ganze Maschine wechselt. Und zwar gehen die Rennfahrer hier, weil ich ja es am Anfang auch angedeutet habe, da ist sehr, sehr kurvenreich ist. Und jetzt geht es unheimlich schnell nach Saint-Étienne hinein. Mal sehen, ob Bjarne Riis auch das Rad wechselt, ob er auch auf die Zeitfahrmaschine umsteigt. Die ist oben auf jeden Fall auf dem Begleitfahrzeug links. Warten wir es ab. Noch müsste das Ganze natürlich im Aufstieg geschehen. Ich weiß nicht, wie weit er noch weg ist von oben. Wir sehen die Bestzeit von Pantani, 45,08 nach 26,5 Kilometer auf dem Gipfel. Bjarne Riis. 33 Jahre alt. Ich meine, der hätte im letzten Jahr auch immer dieses Pflaster gefahren. In diesem Jahr sehen wir das nicht von ihm da auf der Nase. Ja, ich glaube, wir wechseln das Rad, so wie das aussieht hier. Er guckt nach hinten um. Achtung, die Tür geht auf. Ja, das ist auch wieder eine, aber das geht alles ein bisschen langsam hier, habe ich das Gefühl. Bei Pantani ging es ein wenig schneller. Ja, die Trinkflasche nimmt er auch noch mit. Die könnte normalerweise schon im Rad drin sein. Also das jetzt will er erst wieder hier rein, Tritt fassen. Und mal sehen, was das zum Schluss dann bringt. Die Flasche kommt hinten an den Korb, wie bei einem Triathleten. Er findet nicht, da sieht man, dass keine Übung da ist. Auch das hat ein bisschen lange gedauert. Wird natürlich letztendlich einige Sekunden an Zeit kosten. Bin mal gespannt, ob Jan Ulrich auch das Rad oben wechselt zur Spezialmaschine. Er hat jetzt auch kleine Kettenblatt aufgelegt, hinten weit hochgeschalten. Straße ist trocken, die Sonne kommt glaube ich wieder ein bisschen raus. Hoffentlich hat er oben genügend Platz in Richtung Gipfel. Und hoffentlich sind die Zuschauer da oben nicht allzu stürmisch. Ist ja wirklich schon fast ein Kunststück, da durchzukommen. Alberto Elli auf der Zielgeraden. Eine Minute, eine Stunde, 22. Eine Stunde, 23 ungefähr seine Zeit. 1:22:59 und damit natürlich auch keine neue Bestzeit. 1:50 langsamer als Frank van den Broeke. Richard Werenck. Ich denke, Frank van den Broeke kann sich freuen über diese Zeit. Die wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile lang anhalten. Ja, warten wir es ab, die Zwischenzeiten. Pantani mit 45,08 auf dem Gipfel. Genau dort, wo Abraham Olano gleich hinkommt. Sie sehen es an den Bildern, hier ist fast kein Durchkommen mehr möglich. Zum Glück gibt es ja immer wieder zwei Begleitmotorräder, Frohfahrer. Ja, und Riis hatte oben 45,38. Also 30 Sekunden langsamer wie Pantani. Olano aus Spanien, die Mannschaft von Nesto, schauen sich die Bilder an. Noch einmal natürlich auch Abraham Olano in Zeitlupe. Ich denke, das tut ganz schön weh hier hoch. Ja, wenn man sich so einen Sport einfach rausgesucht hat, da weiß man, was auf einen zukommt, und wenn man gut drauf ist, dann tut das halb so weh, wie es aussieht. Die Motorräder von der Gendarmerie schaffen Platz. Auch keine neue Bestzeit, nicht schneller als Pantani. Nein, kommt, ist auch langsamer noch als Bjarne Riis. 31 Sekunden langsamer als Marco Pantani ist Abraham Olano. Eine Sekunde langsamer als Bjarne Riis. Jetzt warten wir ab, wenn Richard wieder reinkommt. Vor allem natürlich Jan Ulrich. Und dann eben Jan.
man sieht, dass die Straßen da trocken geblieben sind. Die Steigung hinauf zum höchsten Berg am heutigen Tag auf den Col de la Croix de Chaboué, 14 Kilometer lang und 5,9% steil. Eigentlich nicht allzu viel, aber es ist, glaube ich, zwischendurch immer ein bisschen steiler. Ja, es geht immer so rampenmäßig hoch, also so treppenmäßig, wie man so sagt, mal ein bisschen flacher wieder. Aber es ist eine ganz schöne Steigung, es geht immerhin auf 1200 Meter hoch. Ein Wunder, dass die Zuschauer hier wirklich noch rechtzeitig zur Seite springen können. Ja, die werden wohl kaum ihrem französischen Liebling hier den Weg nach oben verwehren. Richard Verrec. Es gibt dann nochmal Gas. Das motiviert ja, natürlich. Ja, wenn man das so sieht, das ist natürlich schon extrem hier. Und Sie hören auch im Hintergrund das Auto, das ist praktisch nur auf der Hupe. Und man muss sich da wundern, dass die Autos überhaupt da noch durchkommen. Also ich habe es erlebt aus meiner Zeit, als ich damals sportlicher Leiter mit Eddie Merckx und mit Lucia van Impe dabei war. Da ist man manchmal, fährt man da an den Zuschauern über den Füße, ohne dass man was dafür kann. Aber Rudi, es muss doch wahnsinnig sein, hier hochzufahren. Ja, das, man ist entfesselt, man weiß, man will gewinnen, man muss da hoch und man hofft da nur, dass die Zuschauer da im letzten Moment noch wegspringen. Olano, gerade eben haben wir ganz kurz über den Dachträger des Begleitfahrzeuges den Rücken von Jan Ullrich gesehen. Olano natürlich in der Abfahrt. Ja, und Sie können sich natürlich vorstellen, wie schnell das ist. Hier ist. Ich weiß nicht, ob man nicht mal den Tachometer hier einblenden könnte. Olano hat bestimmt auch 3,54 vorne drauf und hinten mit dem Elfer. Und bei dieser Trittgeschwindigkeit, da glaube ich, kommt man fast auf 80, 90 Stundenkilometer hin. Hier vielleicht noch nicht ganz, aber später ist so ein Stück die Straße ganz, ganz wunderbar. Gut asphaltiert und die Kurven, die man richtig voll durchfahren kann. Ja, Gerenk hat ein bisschen Zeit eingebüßt hier, was an für sich ein bisschen überrascht. 22 Sekunden exakt auf Marco Pantani. Aber er ist jetzt oben, der Franzose. Damit natürlich der Zweitletzte. Kommt nur noch Jan Ullrich. Zuschauer dürfen dann nach Hause gehen. Oder hier runterkommen ins Ziel nach Saint-Étienne. Jan Ullrich sieht man wieder. Rücken kurz vor dem Gipfel. 3 Minuten war er hinter Richard Verrec gestartet. Wechsel auch das Rad. Mal sehen, wie lange das Jan Ullrich nimmt seine Trinkflasche mit. Walter Godefroth rechts, der sportliche Leiter im Team Telekom. Hat ein bisschen Probleme hier ins Clip-Pedal hineinzukommen. Aber ist fast 1 Minute 44 Sekunden schneller als die bisherige Bestzeit von Marco Pantani. Rudi, was sagst du jetzt? Ja, ich sag gar nichts. Ich ziehe den Hut vor dieser Leistung. Und ich habe ja gesagt, diese Unruhe auf dem Rad, das ist einfach die Geschwindigkeit gewesen. Das ist kraftvoll, das ist 1 Minute 44 Sekunden. Nach 26,5 Kilometern ist er schneller. Schauen Sie es an, Jan Ullrich. Aber er hat nicht dieses neue Spezialrad wie Bjarne Ries. Nein, er hat aber jetzt hier eine Scheibe hinten drin. Weiß doch schon eher, mit welcher Technik hier gearbeitet wird. Ich finde es schön, wenn einfach die Technik im Rad nicht nur wie das ist, fast kann man ein bisschen so mit Formel 1 vergleichen, mit dieser Taktik, mit Rädern zu wechseln und auf halber Strecke, das ist ja wie wenn man praktisch an die Box fährt. Aber das ist schon fantastisch hier. Jan Ries, siebtbeste Zeit nach 26,5 Kilometer. 2 Minuten und 22 langsamer als Jan Ullrich. Und wenige Sekunden zuvor, 6 Stück waren es. Abraham Olan. Es geht jetzt hinunter auf 1170 Meter Höhe nach La Bessa. Ein klitzekleinen Ort, 250 Einwohner. Wunderbar, ein kleiner Fahrfehler hier von Jan.
Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es unten am Ziel 2 Minuten sind, die er dann hier vor dem zweiten liegt. Hätte vielleicht eher denken können, dass er im Anstieg hinauf ein bisschen an Zeit verliert, weil der Rest ist eigentlich nur noch so ein bisschen hoch und runter. Ab Kilometer 46 geht es eigentlich nur noch bergab bis zum Ziel. Die letzten 9 Kilometer. Da wird Jan Ullrich ganz gewiss keine Schwierigkeiten haben, diese Zeit beizubehalten. Der Spanier. Jiménez im Ziel. José María Jiménez. 1:21:43, 5 beste Zeit. Er rutscht dadurch natürlich auch wieder vorne rein in dieser Tageswertung. Olano. 53:11 hat er ungefähr aufliegen. Es geht ja auch noch ständig bergab zu diesem Zeitpunkt. Ja, und wenn man überlegt, was Jan Ullrich da für eine Leistung vollbracht wird, da er ja nicht als reiner Bergfahrer eingestuft wird. Er hat praktisch auf den 13 Kilometer reine Steigung allen 1,5 Minuten abgenommen. Kilometer bei dieser Marke war Richard Varak, also über 2 Minuten langsamer als Jan Ullrich. Sie sehen das an den Bildern. Varak muss natürlich auch wieder aus dem Sattel. Es geht wieder hoch und runter. Ist nicht mehr allzu viel, was jetzt noch zu fahren ist. Es sind immer nur noch so 200 Meter Höhenunterschied. Und Jan Ullrich. Da gibt schon richtig Gas. Fährt schon einen wirklich tollen Schnitt. Nochmal raus, nochmal beschleunigen. Das Team Telekom gestern natürlich eines der am meisten gesuchten Teams von den Journalisten. Und natürlich dieser Mann. Ich glaube, es gab gestern fast keine französische Tageszeitung, in der Jan Ullrich nicht auf dem Titelbild oder zumindest mal auf zweiter Seite zu sehen war. Wenn die Tour de France rollt in diesen 3 Wochen, da sind die Zeitungen wirklich von oben bis unten vollgespickt mit Artikeln über die Fahrer, mit Ergebnissen und viel, viel Information für die Zuschauer. Noch mal ein bisschen geschalten. Links Richard Varak und rechts in Gelb Jan Ullrich. Das erste Zeitfahren bei einer Tour de France gab es ja übrigens im Jahre 1934 über 80 Kilometer. Und der schnellste Schnitt in einem Zeitfahren bei der Tour de France liegt auch ein paar Jahre zurück, allerdings noch nicht allzu viel. Das war 1989 von Versailles nach Paris über 24,5 Kilometer, als Greg LeMond dem 3 Plätze weiter neben uns sitzenden Laurent Fignon auf den letzten Metern die entscheidenden Sekunden zum Tour de France-Sieg abnehmen konnte. Und Greg LeMond fuhr bei diesen 24,5 Kilometer einen Schnitt von 54,545 Stunden Kilometer. War natürlich für Laurent Fignon die größte Niederlage überhaupt und hat damit einen weiteren Tour de France ganz knapp verpasst. Olano auch runtergeschalten aufs kleine Blatt. Es geht also immer wieder hinauf und hinunter. Jan Ullrich, die Nummer 8 und der Star der diesjährigen Tour. Bleiben Sie dran. Wir sind wieder zurück beim Finale dieser 12. Etappe. Im Einzelzeitfahren über 55 Kilometer. Die Kamera zeigt auf Richard Varak, die Startnummer 11. Und die letzten Kilometer dieses Finale werden wir ganz gewiss nicht mehr unterbrechen. Abraham Olano, die letzten 20 Kilometer. Peter Luttenberger aus Österreich in der Steiermark
ist ins Ziel eingefahren. Eine Stunde 24 Minuten und 9 Sekunden. Platz 34. Ganz bestimmt nicht das, was er sich erhofft hat. Jan Ulrich greift jetzt nochmal um am Lenker. Der letzte, der gestartet ist um 16 Uhr und 10 Minuten. Was werden es noch sein? 20 Minuten vielleicht noch bis ins Ziel, vielleicht auch nur 15. Hat gute Voraussetzungen, das gelbe Trikot heute nicht nur erfolgreich zu verteidigen, sondern seinen Vorsprung in der Gesamtwertung von 2 Minuten und 38 Sekunden weiterhin auszubauen. Pascal Lino aus der Mannschaft Big Man Peugeot. 1,23 ungefähr wird das werden. Auch für Pascal Lino keine neue Bestzeit. Ich denke, das hat er sich auch nicht erhofft. 1,22, 59 und damit Platz Nummer 1. Zurzeit natürlich. Es sind hier diese Passagen, wo ständig der Wind von der Seite oder von vorne weht. An der dritten Zeitmessung nach 41 Kilometer. Pantani der schnellste, 22 Sekunden schneller als Francesco Casagrande. Und wiederum natürlich schneller als Frank van den Broek. Richard Verac. Fährt auch mit einem Scheibenrad. Es ist natürlich jetzt schwer auf diesem Streckenabschnitt. Es geht ganz leicht hinauf, vielleicht 2-3% steil. Und der Wind kommt von vorne, bläst den Fahrer also richtig ins Gesicht. Schade, man müsste jetzt mal ganz kurz die Abstände sehen zwischen Verac und Jan Ulrich. Wir sind bei weitem schon weniger als 3 Minuten, wie nach dem Start. Ja, wenn Verac Pech hat und dann fährt Jan auf ihn drauf. Ich meine, der müsste ihm 3 Minuten abnehmen, aber... Vorbei, vorbei. Versuchen wir hier vielleicht die Zeitabstände ein bisschen zu nehmen. Haben uns gerade mal den Punkt gemerkt, da vorne ist die 20 Kilometer Marke. Da könnte man mal eine richtige Zeitmessung vornehmen. Eine eigene Zeitmessung. So, schauen Sie mal auf die Uhr zu Hause. Die Sekunden entlaufen. 3 müssten es sein, dann wäre die Zeit noch gleich. Ich glaube, das hat ganz schön gewaltig aufgeholt, Herr Ulrich. Sind vielleicht noch 15, 20 Sekunden. Also man kann auch sagen, er hat 2 Minuten und 45 Sekunden aufgeholt. Dann kann ich mir vorstellen, dass er am Ziel noch überholt oder vor dem Ziel noch überholt. Ich würde sagen, weit, weit vor dem Ziel. Jetzt fährt er natürlich hier wie entfesselt. Es ist, wenn man einen Gegner vorne kommen sieht und dann hat Virenk hier überhaupt keine Chance mehr, von Jan hier gefressen zu werden, wie man so schön sagt. Sehen den Wind, rechts an den Bäumen. Ich kann mich jetzt gut in Jan reinversetzen. Ich meine, ich habe ja auch nicht so ganz schlecht Zeitfahren gefahren, habe das eine oder andere gewonnen, habe auch manche Gegner eingeholt. Und wenn man da sieht, dass so einer da vorne herfährt, der kann sich nicht mehr wehren. Francesco Casagrande, der bringt wahrscheinlich ganz bestimmt eine neue Bestzeit, der Italiener. Aus Florenz kommt er. Eine Stunde, 20 Minuten und 10 Sekunden. Die letzten Metern in Richtung Ziel. Für den Italiener aus der Mannschaft Saeco, die ja schon einmal das gelbe Trikot hatten im Verlauf dieser Tour de France. 1,20, 20, neue Bestzeit für Francesco Casagrande. 18 Siege kann er bisher verzeichnen. Auf jeden Fall eine tolle Zeit und die muss man erstmal schlagen. Richard Verac. Ich nehme an, dass die Kamera jetzt da drauf bleiben, dass man das sehen will. Wie er sich noch wehrt hier, Richard Virenk, auf den letzten Kilometern. Jan kommt natürlich immer näher und das ist bestimmt eine Geschwindigkeit von 70, 80 km/h. Was fährt er jetzt? 53, 11, ne?
Ich nehme an, dass er bei diesem Rad hier, dass der 54, 55 sogar vorne drauf ist. Und hinten 11 und bei dieser Trittgeschwindigkeit, also das ist, ist schon Wahnsinn. Aber Bjarne Riis hat auch aufgeholt in dieser dritten Zwischenzeit. Da war ja fast zeitgleich mit Pantani. Das heißt, dieses Spezialrad, die Spezialkonstruktion aus der italienischen Schmiede Pinarello, bringt wirklich ein bisschen was. Jan Ullrich, die Straße ist trocken, gar keine Frage. Und so wird es auch bleiben, bis runter zum Ziel nach Sonnetjen. Richard Verrag, der weiß wahrscheinlich schon gleich, was ihm blüht. Olano. Abraham Olano. Er hat vielleicht so ein kleines wenig bisher enttäuscht. Rudi, du hast ja zu Beginn der Übertragung angesprochen, er kam nach seinem schweren Sturz bei der Dauphiné Libre, als er einen Abhang hinuntergestürzt ist, eigentlich gar nicht mehr so richtig in Tritt. Vielleicht ist er doch was dran. Vielleicht hat er noch so einen kleinen Schock, wenn er noch nicht so ganz überwunden hat. Aber ich sage immer, man kann in einen Menschen, auch in einen Rennfahrer, nicht hineingucken. Er wird natürlich sagen, ja, so viel hat sich ausgemacht. Wenn es so schlimm gewesen wäre, dann wäre ich hier gar nicht an den Start gegangen. Aber so, wenn man so einen schweren Sturz hat, ich meine, ich habe das öfter dann auch schon mal einen Sturz gehabt, da ist man dann doch, oder wird ein bisschen vorsichtiger dann. Der zweite Tag in Gelb für Jan Ullrich. Nach 19 Jahren nach Klaus-Peter Thaler aus Gevelsberg. Wieder einmal ein deutscher Fahrer im gelben Trikot. Und es wird ganz gewiss, sollte nicht mehr etwas Schlimmes dazwischen kommen, ein dritter Tag in Gelb werden. Morgen hinauf nach Alpe d'Huez für Jan Ullrich, der sich hier kurz vor oder auch kurz hinter Richard Verrag befindet, der ja 3 Minuten vor ihm ins Rennen gegangen ist. 6 Minuten vor Jan Ullrich startete Abraham Olano, die Nummer 151. Kamera gleich wieder hinten bei Verrag. Wirklich mehr als genügend Zuschauer hier an der Strecke. Kommt nachher die langgezogene, schnelle Abfahrt hinunter nach Saint-Étienne. Von rund 1000 Meter geht es auf 520 Meter hinunter. Ja, und hier kommt Jan schon auf die Motorräder drauf. Die müssen jetzt eigentlich vorne rausfahren, oder? Ja, wir müssen anhalten, aber das ist hier schwer, natürlich rechts an oder links anzuhalten, wegen den Zuschauern, aber es wird gleich, wenn es steiler wird, wieder freier werden und er frisst sich regelrecht an seinen Gegner hin. Der Ullrich wird natürlich auch in Kürze an Kilometer 41 herankommen und dort wird von ihm selbstverständlich auch eine Zwischenzeit genommen. Die dritte Zwischenzeit, damit die letzte, kurz bevor es in die Abfahrt hinuntergeht, in die Abfahrt nach Saint-Étienne. Olano. Ja, und bei Olano sieht es aus, er hat überhaupt keine Zeitfahrmaschine, kein spezielles Rad. Er hat lediglich den Aufleger. Müssen wir mal eine Perspektive sehen vom Helikopter aus. Er hat natürlich hier bei dem schlechten Wetter Probleme zu fliegen. Oskar Kammenzind, der Schweizer Meister, kommt ins Ziel. 1 Stunde 22 Minuten. Das werden sein, vielleicht 40 Sekunden. Hier braucht für diese Gesamtzeit. 1:22:39 für Oskar Kammenzind, Platz Nummer 11. 2 Minuten und 19 Sekunden langsamer als Francesco Casagrande, der momentan Führende auf dieser 12. Etappe.
Jetzt geht es mal zurück. Da hinten kommt Jan Ullrich. Vielleicht noch 10 Sekunden, dann ist er dran. Er hat ihn schon im Visier. 3 Minuten, noch eine ganz beachtliche Zeit, die er jetzt schon gut gefahren hat. Ja, das ist schon beachtlich und ich kann mir vorstellen, dass Wiereng da erschrickt, wenn Jan an ihm vorbeifährt. Damit wird Jan Ullrich seinen Vorsprung in der Gesamtwertung weiterhin ausbauen können. 2:38. Diese 3 Minuten sind ja schon weit über 5 Minuten. Ja, dann soll mal einer sagen, wer da morgen noch Moral hat, Jan anzugreifen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Mannschaft Festina auf den nächsten 3 schweren Alpenetappen sich noch mal richtig ins Zeug legt. Ja, die werden hauptsächlich versuchen, eine Etappe zu gewinnen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er da wirklich ernsthaft Absichten hat, hier Jan aus dem gelben Trikot zu fahren. Warten wir es ab, wie es aussieht, wenn Jan jetzt hier herankommt, ob er ein bisschen Luft holt vorher, ein bisschen extra auf Abstand fährt und dann mit so einem kleinen Tempobeschleunigung, mit so einem kleinen Spurt praktisch mit Schwung an Wiereng da vorbeibraust. Ja, jetzt hat er ihn gleich. Vielleicht noch 50, 70 Meter. Dann sind 3 Minuten Zeitdifferenz zu Ende zwischen Richard Wiereng und Jan Ullrich. Der Mann in Gelb. Man hat ja extra beim Veranstalter darauf geachtet, dass die letzten 10 oder letzten 20 ein bisschen weiter auseinander sind beim Start, dass das Einholen der Spitzenfahrer nicht geschieht. Aber man sieht, müssen sie nächstes Jahr 5 Minuten machen. Rudi, du hast ja vorgestern zu einem deutschen Journalisten einen ganz tollen Satz gesagt. Als er dich gefragt hat, was denn an Jan Ullrich das Besondere ist, du sagtest, Jan Ullrich ist einfach in der Lage, das zu tun, was viele, was eigentlich schon fast alle von ihm erwarten. Er hat diese Voraussetzungen. Das beweist er natürlich hier in diesem Zeitfahren. In diesem Augenblick ganz besonders, als er den Liebling der Franzosen, Richard Wiereng, einen Spezialisten in den Bergen, der 3-mal hintereinander das Bergpreistrikot bei der Tour gewinnen konnte, einholt, an ihm vorbeifährt. Und die Franzosen auch hier im Zielbereich, die freuen sich ganz besonders, komischerweise, über diesen Augenblick. Aber das spricht natürlich für Jan Ullrich. Unglaublich, unwahrscheinlich. Und hoffen wir, dass wir solche Bilder in den nächsten Jahren noch öfter sehen dürfen. 3 Minuten hat er gut gefahren. Wiereng versucht natürlich jetzt von diesem Fahrtwind von Jan Ullrich ein bisschen zu profitieren, weil ich kann mir gut ausrechnen, dass das ein bisschen was nützt, wenn man sich da ein bisschen festbeißen kann da hinten. Jetzt fährt er rechts rüber. Probiert vielleicht mal ganz kurz aus, ob der Windschatten dort drüben ein bisschen besser ist. Kommt wieder ein Stück links rüber auf den Mittelstreifen. Laurent Dufont kommt ins Ziel, der Schweizer. Einer der 2 Schweizer unter den ersten 8. Aber auch für ihn keine neue Bestzeit. Vierter war 1996 bei der Tour de France. Und hat eine Etappe gewonnen im vergangenen Jahr der Tour in Pamplona. Fernando Escartin aus der Equipe Kelmer Eurosport. 1:21 und einige Sekunden für den Spanier. Der Sieger der Katalanien-Rundfahrt 1997. Er ist im Ziel. Und hat damit auch einen weiteren Schritt geschafft in Richtung Paris. Am 27. Juli wird dort die Tour de France enden.
Und vielleicht, es hat zumindest mal den Anschein danach, zum ersten Mal in der 84-jährigen Geschichte dieser schwersten und längsten Radrundfahrt mit einem deutschen Sieger. Rudi, es war gestern in einer großen deutschen Tageszeitung zu lesen. Und ich frage dich nochmal, wer sollte eigentlich Jan Ullrich 1997 schlagen? Ja, da müsste schon was Unvorhergesehenes passieren. Und man ist sich im Tourtross allgemein darüber einig, dass da nichts mehr passieren kann. Es sollte nicht irgendwas passieren, was man einfach nicht berechnen kann, was wir alle nicht glauben. Marco Pantani kommt, ganz gewiss mit einer tollen Zeit. Ist einfach ein irre Kämpfer, der Italiener, aus Cesenatico. Oh, gibt vielleicht sogar eine neue Bestzeit. Jawohl, neue Bestzeit für Pantani. Marco Pantani, den Klettermax aus Italien. 1:20:06, mit Applaus wird er im Ziel empfangen. 14 Sekunden schneller als sein Landsmann, als Francesco Casagrande, der allerdings nicht in der gleichen Mannschaft fährt. Richard Verac, Jan Ries, Abraham Olano, die zwei Nächsten, die hier im Ziel erwartet werden. Ja, die Motorräder fahren natürlich hier jetzt nicht dazwischen, dass man jetzt sagt, der eine oder andere könnte davon profitieren. Es ist auch gut so, was die Fotografen und Fernsehleute hier machen. Jan Ries haben wir schon lange nicht mehr gesehen, auch nichts mehr davon gehört. Ja, das spielt auch jetzt hier keine große Rolle mehr. Man weiß, wer die Etappe gewinnen wird. Man hat die Zwischenzeiten deutlich gesehen. Motorrad fährt nach vorne, sucht Jan Ullrich. Da kommt er ins Bild im gelben Trikot. Jan Ries wird natürlich hier auf dem letzten Stück in Pantani noch etwas abnehmen, sodass gut möglich ist, dass hier Bjarne Ries auf der heutigen Etappe oder bei dem heutigen Zeitfahren hier hinter Jan Ullrich den zweiten Platz belegt. Jan Ullrich in der Abfahrt hinunter nach Saint-Étienne. Noch 7 Kilometer bis zum Ziel. Es gibt ja in Saint-Étienne noch einmal einen ganz kurzen, aber knackigen Anstieg. Vielleicht so 400-500 Meter lang, unmittelbar vor dem Ziel. Und wahrscheinlich hat sich die Organisation gedacht, hier machen wir noch so ein kleines Dankeschön an die Fahrer. Jan ist gerade an der letzten, an der dritten Zeitmessung vorbeigefahren. Jan Ries kommt ins Ziel. 1:19:02. Neue Bestzeit für den Däne aus dem Team Telekom. Einem Doppelerfolg steht wahrscheinlich gar nichts mehr im Wege. Unter eine Stunde und 20 Minuten. Jan Ries, letztes Jahr Sieger der Tour de France. Er ist nach wie vor der Kapitän im Team Telekom. Eine Stunde, 19 Minuten und 32 Sekunden. Viel, viel Applaus für den Dänen. Hat natürlich jetzt in der Abfahrt auf den letzten 25 Kilometern einiges an Zeit gut machen können. Vielleicht auch nicht zuletzt durch das Spezialrad aus Italien, das ja gestern erst hier nach Saint-Étienne gebracht wurde, von den Mechanikern zusammengebaut wurde, damit es auch wirklich richtig zur Verfügung stehen kann. Ja, die Geschwindigkeit, die liegt ganz weit oben. 70, 80, vielleicht sogar 90 Stundenkilometer. Schöne Abfahrt. Ja, man muss doch fast rechnen, dass hier Jan Ullrich alle anderen auf 3 Minuten, ich wollte gerade sagen, der setzt sie alle auf 3 Minuten. 3 Minuten und 4 Sekunden ist er schneller bei der Zeitmessung nach 48,5 Kilometer schneller als Jan Ries. Unglaublich. Einfach nicht vorstellbar. Ja, da wird man morgen in den französischen Zeitungen lesen. L'Allemand Jan Ullrich extraordinär. Und was er hier vorführt, das ist wirklich außergewöhnlich. Das ist
eine neue Epoche, die sich im letzten Jahr angedeutet hat, die sich in diesem Jahr fortführt und bestätigt. Die letzten Kilometer hinunter nach Saint-Étienne. Richard Verrac. Er wird wahrscheinlich eine unruhige Nacht erleben. Damit hätte er wahrscheinlich wirklich nicht gerechnet. Abro Milano, noch 1000 Meter. Jetzt ist er in Saint-Étienne, aber der kleine Anstieg kommt ja noch. Jetzt hier rüber. Ich frage mich, ob es wieder ein bisschen nass wird hier. Er ist jetzt hier kurz vor dem Ziel, rechts geht es hier um die Kurve, auf die Zielgerade. Die letzten 400, 500 Meter sind das für den Spanier. Fängt wieder an zu regnen, aber auch dieser Regen kurz vor dem Ziel kann weder Olano noch Richard Verrac noch Jan Ullrich ein bisschen was anhaben. Keiner der drei Fahrer, die noch im Ziel erwartet werden, wird hier noch einen deutlichen Rückstand hinnehmen müssen. Olano geht noch einmal aus dem Sattel, probiert noch mal ein paar Sekunden wettzumachen. 1:19:14. Oh, der streitet sich ganz bestimmt mit Bjarne Riis hier um die Zeit. 1:19:20, 1:21. Oh, das wird ganz knapp. Ganz knapp zwischen Abro Milano und Bjarne Riis. Schauen wir es mal an. Der braucht noch ein paar Sekunden. 5. 1:19:30. Nein, schafft er nicht. Schafft er auf keinen Fall. Abro Milano 1:19:40 Sekunden ungefähr. 1:19:38. Platz Nummer 2. Tolle Zeit. Jan Ullrich. Ja, das sind 3,5 Minuten auf Olano, ne? Der war jetzt anders in 2 Kilometer, Entschuldigung. Da kommt jetzt die Rechtskurve hier vorne rum. Kleine, schmale Straße und da geht es jetzt hinauf. War als letzter gestartet, kommt als zweitletzter ins Ziel. Jetzt geht es nochmal hinauf, vorne links. Darf noch einmal zum letzten Mal die Schaltgriffe betätigen. Das ist der kleine Anstieg. Nur ein paar Meter lang. Aber der hat es in sich. Schauen Sie es, vielleicht 300, 400 Meter lang. Ah, Virag, da probiert er natürlich jetzt den Kontakt zu behalten. Versucht sich wieder ein bisschen heranzukämpfen. Das kann natürlich Virag absolut ein paar Sekunden bringen. Nur Zeit hier. Morgen, wenn es nach Altürz hinaufgeht oder am Sonntag nach Courchevel, zumindest mal nicht mehr rausfahren muss. So, jetzt sind sie beide oben auf den letzten paar Metern in Richtung Ziel. Jan Ullrich und Richard Verrac. Eines, das ist ganz gewiss. Jan Ullrich wird auch morgen der Mann in Gelb sein. Auf der 13. Etappe. Hinauf in Richtung Alpe d'Huez, von Saint-Étienne nach Alpe d'Huez. Und wir hoffen nicht, dass die 13. Etappe für Jan Ullrich etwas Unglück bringen könnte. 203,5 Kilometer ist sie lang. Und der letzte Anstieg hinauf nach Alpe d'Huez, einer der schwersten in der Tourgeschichte. Jan Ullrich schaut sich noch einmal um, bekommt Applaus von den Tausenden französischen Fans an der Straße. Nächstes Jahr vielleicht trägt er ja wie 1997 Bjarne Riis die Nummer 1. Vielleicht ist es ja wirklich der Tour de France Sieger 1997. Jan Ullrich, 1 Stunde 16 Minuten, die Zeit, die er jetzt vorgelegt hat, braucht nur noch einige Meter bis ins Ziel. Das ist der Etappensieger hier in Saint-Étienne. Seine zweite Etappe, die im Verlauf der diesjährigen Tour de France gewinnt. Und natürlich ein weiterer Erfolg, ein Doppelerfolg für das Team Deutsche Telekom. Jan Ullrich heute in Gelb, der zweite Tag im Maillot Jaune. Und das natürlich auch morgen, wenn es hinaufgeht, nach Alpe d'Huez. 1 Stunde 16 Minuten und 24 Sekunden. Ganz klar Platz Nummer 1. 1:19:32 die Zeit für Richard Verrac. Rudi, eine hervorragende Etappe für Jan Ullrich. Ja, und Virenk ist, glaube ich, durch dieses Festbeißen an Jan ist er damit bestimmt Zweiter geworden.
warten mal ganz kurz ab, bis die Zeit, die richtige Zeit auch für Richard Verrac eingeblendet wird. Zeitlupenversion. Die letzten Meter für einen Jan Ullrich, der noch einmal über seine Leistung von 1996 hinauswächst. Und das natürlich nicht zuletzt durch das Tragen des gelben Trikots. Richard Verrac, auch er bleibt natürlich im Bergpreistrikot. Bin ich einmal gespannt auf die Gesamtzeit, auf das Ergebnis zu dieser heutigen Etappe. Saint-Étienne, eine der Industriestädte in Frankreich, da ist sie. Das Etappenklassement für heute, Jan Ullrich, ist 3 Minuten und 4 Sekunden schneller als Richard Verrac. Und er verweist natürlich durch das Festbeißen an Jan Ullrichs Hinterrad. Bjarne Riis auf Platz Nummer 3 mit nur 4 Sekunden Rückstand. Tolle Leistung auch von Bjarne Riis. Jan Ullrich erhöht seinen Vorsprung in der Gesamtwertung um nochmals weit über 3 Minuten. 5 Minuten und 42 Sekunden ist sein Vorsprung auf den auf Platz 3 liegenden Abraham Olano. Bjarne Riis hat optimale Voraussetzungen, morgen den dritten Platz zu erreichen in der Gesamtwertung. Hat sich also auf dem vierten Platz gehalten. Vielleicht gibt es ja wie 1996 einen Doppelerfolg in diesem Jahr für das Team Deutsche Telekom, wenn es am 27. Juli Paris erreicht. Ja, auf jeden Fall wird es morgen sehr, sehr spannend werden in Alpe d'Huez.